Sehr schnell reisen. Je mehr Angriffsgeschwindigkeit man hat, desto schneller geht's. Am Anfang war ungefähr 2 Sekunden Pause zwischen den Dingen und jetzt ist es so schnell. Es geht richtig gut. Man kann es, glaube ich, nicht mit dem Hammer auswählen, sonst könnte ich es mal zeigen, wie es mit dem Hammer so aussieht, weil das so langsam an die Geschwindigkeit. Ja, die haben jetzt schon ein bisschen mehr auf dem Kasten. Wahrscheinlich auch wegen diesem Fluch. Ich weiß nicht, was für ein Fluch es war. Oh, die Hest hat ein Level Up. Ja, gut, super. Also macht sehr viel Spaß, dieser Charakter. Und er ist eben auch ohne gute Items sehr stark. Also man muss jetzt nicht unbedingt das beste Schwert haben. Der beste Dolch bei diesem Charakter ist. Mindflay ist halt das Überpro. Und ja. Aber wenn man in einer Gilde ist, einfach kurz fragen und man bekommt es. Das ist recht nett. Weil ich hatte so die Probleme beim Endboss. Beim General Gravitius. Beim Dominus. Genau. Gravitius ist der in der Halbzeit im Akt 3. Ja, mit dem Feuerballen. Meteoritenzeugs da. Ja, ich hatte fast keinen Blitzresi und da hat man natürlich sehr stark mit Blitzen angegriffen, der Dominius. Und pff, nein. Hat er die Gilden. Anführer, der Gildenanführer, Ding, es waren kein oder weiblich, aber er selber ist ja mehr. So, Life Leech ist da auch Ding. Leider habe ich noch keinen roten Sockel. Exosockel. Da bricht ich noch einen roten Sockel, damit die verbunden sind und roter Sockel Life Leech. Dann kann ich. Wo habe ich jetzt einen Life Leech? Da. Wenn ich jetzt hier Viper Strike mache, dann mache ich Frenzy. Hier? Ah nein, das ist ja rot. Stimmt. Mist. Ja, die rote Socke sind noch ein Problem. Sieht man so schlecht, diese Käfer? Alter, Krabben. Gute Neuigkeiten. Ab Mittwoch, nächsten Mittwoch, habe ich Partner, also das Konto mit Partnerschaft verbunden. Und kann dann Geld verdienen ein bisschen. Das heißt für euch eigentlich nur Gutes. Ihr bekommt mehr Videos von mir. Ich kann mir mehr Games kaufen. Also mehr unterschiedliche Videos machen dann. Und ich sage euch, ich werde nicht geizig sein oder so. Ich werde 100% dem Kanal das Geld. Das ist nur für den Kanal zugute. Und für diese Games, die man nicht dort spielen. Auf euren Wünschen spielen kann. So, will. Möchte. Also es ist 100% positiv und ja. Und je mehr natürlich, je mehr hilft, desto mehr kann ich auch für euch tun, oder? Ich brauchte schon lange ein neues Internet und mit ein bisschen YouTube-Ding kann ich das Internet kaufen. Und ihr habt mehr Videos pro Tag. Wenn ich dann mal wieder sehr in Stimmung bin, kann ich wieder 10, 15 Videos hochladen pro Tag. Habe ich ja letzte Winter gemacht und
Ich war sehr, sehr glücklich darüber. Und immer genug zu schauen. Und ein Ritterhelm. Weaverhelm. Nice. So. Und jetzt ist 6. Oh, cool. Das gleiche wie vor. Wie viel kritische Treffchance habe ich jetzt? Ich habe 25,4%. Ja, und Rechnung kommt vielleicht morgen wieder so. Ich habe es jetzt nicht gemacht, weil eben mit den Kopfschmerzen. Es ist nicht gerade ein gutes Game für den Kopf. Ich muss schon ein bisschen mehr denken als hier bei Path of Exile. Path of Exile. Ja, ich kann das nicht ausführen. So, jetzt sind wir bei Marvel bald. Das ist der Endboss vom ersten Nacht. Hoffe, der Eisschaden ist nicht zu stark. Denn diese Boss-Szene zeige ich natürlich euch im Video noch. Vielleicht ist es dann oder jetzt schon Part 2, Part 3 natürlich. Und ja, kein Problem. Zwei Kisten. So. Also leveln tut man hier gut. Im dritten Akt, da habe ich fast nicht gelevelt. Von normal. Oh nein, nicht der. Oder die. Die schreit so nach dem Ableben. Das ist die andere. Eine ist noch Feuer. Ja, die. Weint. Vielleicht sind es auch beide auf. Das ist cool. Sie weinen, weil sie verloren haben. Pussy. So schön. Kann man es richtig spammen. Die laufen alle rein. Richtig cool. Oh, ich merke schon, ich bin müde. Ja, heute das Finanzgespräch überhaupt. Ja, alles über Finanzen. Mein Konto kann ich jetzt über E-Banking machen. Ist schon ein bisschen besser. Jetzt müsste ich immer so weit fahren und die nächste Bank und die ganze Zeit reden mit den Bankiers. Ein bisschen zäh, aber nur ein bisschen. Ich weiß es auch nicht, wieso YouTube das über Konto macht und nicht über Kreditkarte. Es können viel mehr Dinge Geld verdienen. Ach ja, gut, spiele ich keine Capcom-Spiele, die wollen nämlich das
Let's Player nicht mehr Geld verdienen. Und die Videos von ihnen sind, also die Spiele, wo sie Let's Playen. Aber wahrscheinlich kommen sie auch gar nicht durch. Weil so etwas ist einfach nur frech. Wir machen etwas für die Firma. Aber wir bekommen nur Scheiße zurück. Ja, alle ein bisschen geizig sind. Die nehmen uns die Kunden weg und so. Mit den Let's Plays macht man Werbung eigentlich. Und das auf gute Art. Nicht so wie YouTube es macht zum Beispiel. Also so Videos vor dran und so Werbung. Sondern wir machen es im positiven Sinne. Und dann bekommen wir so einen Scheißdreck zurück. Das hat auch Nintendo endlich angesehen. Zum Beispiel Dom Tento oder Let's Play Markus, die können jetzt richtig viel Geld verdienen mit diesen Mario-Spielen und Zelda-Spielen und so. Also als Nintendo-Spiele. Und ja. Ich merke, sie sind viel besser geworden. Viel motivierter. Und wo kann es danach mal mehr gehen? Ich weiß es ja nicht. Also, im positiven Sinn natürlich. Dieses Schild da. Das dachte ich schon, ich hätte es geschafft. If you must take your chances with this. Oh, Damage. Die Drops. Increase Crit Strike. Increase Duration. Critical Change Damage Spell Totem. Fast Attacks. So, am wichtigsten ist das hier. Totem habe ich. Physik, Projektil. Eigentlich wäre das super. Projektil Damage. Das andere kann ich dann später, benutze ich sowieso später und dann kann ich es auch finden. Das könnt ihr jetzt schon finden. Wenn ich jetzt das austausche auf... Oh nein, da habe ich das Dreifache nicht. Damage ist schon geil. Da. Jo. Dankeschön. So, das lege ich raus. Alles da oben. Zerstöre ich mal. So, wieder identifizieren. Also der Endboss wird wahrscheinlich schwer von der ersten Nacht jetzt. Can I help? Nur so wenig bekommen. Was ist denn los? Also probieren Sie nochmals jetzt ein bisschen vorsichtiger. Hallo? Naja, die E-Arme. Hier. Ist ein bisschen schlecht gemacht, was man da nicht an den Wänden entlang bladen kann. An dem es stecken bleibt. Hier oben durch. Also, Path of Exile finde ich besser als Diablo 3, alles zusammen. Sekiro 2 ist richtig genial, es ist viel motivierender. Richtig geiles Spiel, also. Wenn man dann drin ist.
mal schon, wo bist du? Ja, ach du nur. Viel Damage bekomme ich. Extrem. Das nenne ich mal Balancing. Lach du nur. Hahaha. Ich sag schon. Voll. Das ist nur bei einzelnen Gegnern, so viel man stirbt, bei einem anderen stirbt man nie. Das ist irgendwie komisch. Man wird ein-, zweimal getroffen von einem Projektil. Man ist eigentlich tot. Und nicht viel Resistenz. Man muss extrem aufpassen. Und irgendwie klappt das mit dem Ausweichen nicht. Ich versteh's nicht, haben die Bosse eigentlich immer 100% Chance, mit einem Zaub zu treffen. Oder was? Oder ist das abhängig vom Attack oder so? Kann mich nicht vorstellen. Und der Tag wirkt eigentlich noch gar nicht bei den Zaubern. Hm, Krübel. Ah, jetzt kommt ein Werbel. Da werden wir mal schauen. Am besten dann direkt zu ihr gehen, wenn man Werbel played. Und dann töten wir sie mit Vibes. So, komm du, Merwell. Ausweichen. So. Oh, ist die zäh. Na, das sind fancy Angriffe. Da wächst das sehr. Langhaltende Life Potions genommen. Damit ich über den Kämpfen hinaus. Der hat das eine nicht so eine schnelle Regeneration Rate. Komm. Ja, die ist weniger zäh, die zweite Form. Angreifen mit Viper Strike und Frenzy. Und wir haben ihn gesiegt. Ja, wir haben gesiegt. My first dance with the Lady of Quality. Pity she let herself go like that. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bewertet das Video bitte und ja, unterstützt mich bitte. Dankeschön und auf Wiedersehen.